Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund den neuen Ford Focus MK4. Im heutigen Video geht es darum, wie wir uns Informationen über das Auto, wie zum Beispiel die Geschwindigkeit oder Öltemperatur, ins Sync-Display anzeigen lassen können. Das Ganze funktioniert übrigens ohne Root-Rechte, ist also für jeden, der es möchte, ganz einfach nachmachbar. Ja, falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, es ist komplett kostenlos für euch. Ich hatte euch mal ein Video vor längerem gemacht, ich glaube 3 Jahre ist es mittlerweile her, verlinke ich euch hier oben in dieser Infokarte, wo ich euch schon mal gezeigt hatte, wie man denn Informationen, die man per OBD ausliest, auf das Sync-Display bekommt. Das Ganze lief damals über die App TOC. Dadurch konnten wir uns die Informationen vom Auto auslesen und dann über die Spiegelfunktion konnten wir uns dann das Smartphone auf unser Sync spiegeln und dann somit die Informationen anzeigen lassen. Das Ganze funktioniert natürlich nur mit Root-Rechten. Ist also ein bisschen komplizierter, nicht für jeden so einfach nachmachbar. Aber die aktuelle App macht es möglich, dass wir uns diese Informationen einfach so anzeigen lassen können. Ohne Root-Rechte oder sonst irgendwas. Die App befindet sich noch in der Entwicklung, wird also, ja, ich hoffe, in naher Zukunft noch mal das ein oder andere Update erhalten. Also, was brauchen wir? Wir brauchen wie immer einen USB-Dongle. Wie gesagt, ich habe hier einen ganz, ganz einfachen, ich glaube 10 Euro hat er gekostet, verlinke ich euch wie immer unten in der Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Wie gesagt, einfacher, simpler OBD-Dongle mit Bluetooth, mit dem wir uns über das Auto verbinden lassen können und dann Informationen halt auslesen. Ja, also OBD-Dongle rein, die Anleitung befolgen, die beim euren OBD-Dongle drin ist und dann mit dem Smartphone per Bluetooth verbinden. Der nächste Schritt ist, wir laden uns die App runter, nennt sich Dash OBD. Einfach in den Play Store gehen, Dash OBD runterladen, fertig. Danach haben wir die App einmal auf unserem Smartphone und einmal in unserem Android-Auto. Also wir verbinden das Handy per Kabel oder bei mir ist es halt über den Dongle, den ihr vielleicht kennt, bei mir per Wireless verbunden und warten, bis Android Auto gestartet ist. Danach haben wir in unserem Dashboard von Android Auto die App Dash OBD. Die starten wir und sie zeigt uns keine Daten an. Wieso? Weil wir natürlich noch nicht der App gesagt haben, welche Daten er anzeigen lassen soll. Also, wir gehen nochmal auf unser Smartphone, starten die App Dash OBD, wählen dann Start Display aus. Danach fragt er uns, mit welchem Bluetooth-Gerät er sich verbinden soll. Wir wählen hier den OBD-Dongle aus, warten kurz, bis er die ganzen Informationen vom OBD-Dongle erhalten hat, welche Parameter denn verfügbar sind. Ist das geschehen, können wir uns in der kostenlosen Version bis zu 2 Parameter auswählen, die er uns anzeigen soll. Möchte man mehr Parameter anzeigen, dann muss man die kostenpflichtige Version dieser App halt einfach kaufen. Ich habe mich jetzt für die Temperatur und die Geschwindigkeit entschieden. Also Geschwindigkeit des Autos und die Öltemperatur. Und ist beides ausgewählt, zeigt uns die App hier im Infotainment-System die 2 Parameter an. Ihr könnt natürlich mit den Parametern rumspielen, euch da diverse andere Parameter anzeigen lassen. Aktuell ist es so, dass man sich das Ganze nur in dieser Textversion anzeigen lassen kann und ich hoffe, dass der Entwickler der App mal ein Update rausbringt und das Ganze ein bisschen ja, grafisch darstellt, ähnlich wie es halt über die Torque-App machbar ist. Okay, das war's zu der Möglichkeit, sich ganz einfach Daten vom Auto auf dem Infotainment-System anzeigen lassen zu können. Falls euch solche und andere Themen interessieren, wie gesagt, abonniert meinen Kanal, Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat und ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!